ich bin hier heute mit einem 1AM Coupé unterwegs. Und ja, wir haben echt ein scheiß Wetter. Also ist halt Winter, ne? Wir haben keine Ahnung, was, ne? Ein Grad. Und Sommerräder, das bedeutet, ich kann jetzt hier gar nichts machen eigentlich. Ihr müsst mir jetzt einfach beim Quatschen zuhören und ein bisschen beim Fahren zugucken. Ja, der ist schon heftig, ja. Bastok-Auspuffanlage oder Einschalldämpfer, ich weiß nicht genau, aber der hört sich schon mehr nach einem Sauger an als ein Turbo, ne? N54 Motor hat er. Ja, wie gesagt, ne, halt Differential ist M-Differential drin, Achsen von M3 natürlich, ne? Deshalb ist der auch so ein Bulle. Ich bin im Arsch, ja. Wir haben voll früh noch sonntags. Kalt. Boah. Es geht ab hier. Das ist so. Ja, das ist nicht mein Wetter. Wie gesagt, ich kann nichts so messen. Ich habe keinen Bock, die Karre irgendwie kaputt zu machen, weil wir haben 1 Grad Sommerreifen und dann, was soll ich jetzt 100, 200 fahren? Haben auch bestimmt schon tausende Leute gemacht, also viele. Die sind, also gibt es bestimmt. Bescheiden hier. Das Wetter. Also für so Autos brauchst du schön Sonne und trocken und warm. Weil mit dem Differential, der ist schon echt wild so. Wenn dann der Turbo kommt, dann ist der schon wild. Ey, ich friere mir echt die Eier ab, ja. Automatisch, ne, in einem Film. Bei BMW ist immer. Man hat direkt Bock zu rasen oder zu irgendwie durchzudrehen. Ich weiß nicht, ja, die haben das schon gut gemacht, weil die sind halt immer ein Ticken sportlicher, ne? Bei den AMGs, du willst einfach nur ein bisschen Sound und so. Mit dem Ballermann durch die Stadt. Aber der ist so halt, das ist ja normal, ne? Der hat jetzt M-Fahrwerk natürlich und dann in dem Fall H&R-Federn. Der liegt schon wie ein Brett, ja. Zu schon irgendwie keine Ahnung, was Bock zu heizen irgendwie. Oder so, also Faxen machen. So, was war jetzt? Race Gate rasseln haben. Thank you.
kleiner M-Coupé, N54 Motor, 340 PS, M3 Achsen, Sperrdifferenzial, Winter-Sommer-Reifen, ich kann nicht ballern. Ja, der hört sich schon gut an, ja. Ich finde echt, für einen Turbo wird er sich echt gut an. Ich meine, so ist auch cool, ihr müsst ja nicht unbedingt mein Gesicht sehen. Und das ist auch vielleicht besser, ja. Der ist auch so gut wie warm, auf 90 Grad, keine Sorge. Ja, der ist, ich feier den schon irgendwie. Der ist halt so, der verleitet schon zum Schnellfahren, ne? Das ist halt ein M. Das kriegen die ja schon gut hin, dass man da Bock hat. Also mit einem AMG, du willst durch die Stadt ballern, so ein bisschen V8 Sound und so, aber hier, das kommt so von Anfang an. Ich war Nürburgring, so gefühlt. Nordschleife. Schon Bombe, ja, also so ist wie ein Go-Kart irgendwie auch gefühlt so. Also du hast so dieses Direkte und hart wie ein Brett liegt der, also das ist schon, ja, der performt schon sehr gut, ja. Breit und so klein, wie so ein Pitbull, so ein kleiner Baby-Pitbull. Digga, ganz ehrlich, ne, auch die Karre habe ich sauber gemacht. Gestern nochmal abgespritzt und so. So per Hand, ne? Da hat keine Ahnung, hat er hier 40 Kilometer gefahren, 30, 20 Kilometer. Der ist wieder von außen Schöpfer. Blech. Digga, blinkt mal, wie sieht's aus? Kreuzen. Hi. Fett, ja. Sag ich doch, Mann. Ich würde.